Ja, Freunde, moin, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt im Kartechnik mit Wertchannel. Heute zeige ich euch mal, wie man vernünftig ein Auto überbrücken kann, ohne großartig was kaputt zu machen. Hört sich jetzt erstmal komisch an, aber bei Starthilfe kann man echt, echt viel falsch machen. Gerade plus, minus, wenn man es vertauscht, dann wird es teuer. Und wir haben jetzt hier gerade so einen Patienten hier stehen, der will nicht mehr. Und da schmeißen wir jetzt einmal das Überbrückungskabel rein und dann gucken wir, ob wir den wieder zum Laufen kriegen. Ich zeige euch wie immer Schritt für Schritt, wie es am besten läuft und funktioniert. Und dann würde ich mal sagen, viel Spaß im Video. Ja, so, ja, ist ja wieder dunkel geworden. Wir haben ja Winter. Da bleibt das ja leider nicht ganz so lange hell. Aber ich hoffe, ihr seht gleich trotzdem genug. Ich habe genug Licht am Start. Und ja, wir müssen diesen schönen Smart hier überbrücken. Das ist das Modell 451 als Cabrio. Also ein Smart ohne Dach, beziehungsweise mit einer Stoffmütze. Und Spenderfahrzeug haben wir jetzt hier meinen A6. Und dann zeige ich euch, wie man jetzt hier den Smart wieder zum Leben erweckt. Der steht jetzt nun auch schon ein paar Monate. Und da gehen wir jetzt bei. Beim 451 Smart haben wir hier innen drin, quasi da unten ist die Batterie beim Smart. Als allererstes gehen wir jetzt bei und fahren uns erstmal den Sitz erstmal zurück. So. Ich packe euch jetzt ein Stativ und zeige euch dann Schritt für Schritt, wie wir jetzt hier vorgehen. So, ich hoffe, ihr könnt jetzt genug sehen. Als allererstes nehmen wir jetzt die Fahrzeugmatte hier raus. Die packen wir jetzt als erstes weg. Und dann haben wir hier unten den ganz normalen Hauptfußbodenteppich, den großen. Da gehen wir jetzt hier oben in der Hand, einfach oben in der Ecke, lösen den und holen uns den nach vorne. Gucken, dass wir hier unter der Verkleidung, dass wir da rauskommen. Und stülpen uns dann erstmal nach vorne. Können wir uns den hier umlacken und dann sehen wir da so eine kleine Styroporabdeckung, wo der Abstellhaken ist. Ihr habt hier unten da noch zwei Kunststoff-Rändelmuttern. Ist von Modell zu Modell Unterschied. Ihr habt hier normal, es macht dann auch eine oder Vorgängermodell ist unter. Müsst ihr gucken. Hier sind auf jeden Fall die Muttern drauf. So, die kommen dann runter und dann habt ihr hier die Styroporplatte. Die müssen wir natürlich einmal entfernen. So. So, die holen wir jetzt hier vorne einmal hoch. Und holen uns die komplett nach draußen. Einmal weg damit. Und dann sehen wir hier unten schon die Batterie. Hier unten haben wir sie. Hier ist auch eine Pluspolabdeckung drauf. Die müssen wir natürlich jetzt runternehmen. Zack. Dann haben wir hier einmal Plus und hier haben wir Minus. Ganz kurz erklärt. Es gibt Fahrzeuge, die haben einen Pluspunkt, sozusagen, ihr habt dann quasi angeschraubte Pole irgendwo im Fahrzeugbereich, zum Beispiel dann vorne, hauptsächlich an dem Motorraum, wenn man die Haube aufmacht. Beim Smart ist jetzt dies nicht der Fall, da müsst ihr hier unten beigehen. Wir haben jetzt hier quasi das Problem, die Batterie ist ganz leer und wir wollen die jetzt ja überbrücken. Und dann gehen wir drüber zum Spenderfahrzeug und dann zeige ich euch jetzt mal, wie man jetzt vernünftig die Pluskabel, das Überbrückungskabel anbringt. So, bei dem A6 allgemein bei VW Audi, ich sag mal von Ende der 90er bis Mitte der 2000er haben die Batterien hier vorne. Dann gehen wir hier bei, nehmen uns die Kappe runter und dann haben wir hier rechts den Pluspol und links den Minus- bzw. den Massepol. Als allererstes gehen wir bei und wir verbinden als allererstes beide Pluspole. Das ist ganz wichtig. Erst die beiden Pluspole mit dem roten Kabel da. So, wir gucken, wo die Kontaktfläche ist, gehen dann direkt auf den Pol dann drauf, so dass sie sich schön festbeißen kann. So sieht das jetzt optimal aus. Da ist das Licht mit dabei. Und dann nehmen wir jetzt das andere rote Kabel, beziehungsweise das Ende vom gleichen Kabel, und schließen das jetzt hier im Smart an. Ihr müsst aufpassen, dass die Kabel nicht abrutschen. Das ist hier alles ziemlich eng, aber wenn man halbwegs vernünftige Kabel hat, dann kriegt man auf jeden Fall hin. So, jetzt gehen wir hier bei
und machen jetzt erstmal hier die andere Seite dran. Jetzt geht es um Thema Masse. Jetzt verbinden wir beide Fahrzeuge mit Masse. Masse heißt Minus. Alles, was Blech ist am Auto, das ist euer Minuspunkt. Ihr seht ja auch, dass der Minuspol an der Karosserie festgeschraubt ist. Das heißt, ihr könnt jetzt beliebig, bei Minus ist das schön, habt ihr mehrere Zugriffspunkte. Ihr könnt am Pol dran gehen, ihr könnt am Chassis dran gehen, ihr könnt jetzt beim Spenderfahrzeug am Motorhaubenhaken dran gehen. Also da gibt es ganz, ganz viele Punkte, wo man jetzt dran gehen kann. So, wir werden jetzt hier das Massepol, genau, geiles Deutsch. Wir werden jetzt hier die Minusklemme am Massepol hier befestigen. Gehen dann jetzt rüber zum Spenderfahrzeug. Wir werden uns dann hier am Pol festmachen. So, jetzt haben wir alles miteinander verbunden und jetzt wollen wir mal gucken, ob der Hobel jetzt anspringt. Wenn die Fahrzeuge länger stehen, kann es sein, dass ihr 2-3 Minuten warten müsst, weil die Batterie wird jetzt geladen und wir wollen jetzt mal gucken, was er jetzt hier sagt. Wichtig ist, Handbremse ist drin, Gang ist raus und dann wollen wir den mal hier reinstecken, gucken, was passiert. Hey, und Zündung geht schon mal wieder an. Das funktioniert soweit. Und dann wollen wir ihn mal starten. Und auch das funktioniert einwandfrei. So, nachdem der läuft, gehen wir jetzt bei. Und als allererstes müssen wir jetzt beide Minusklemmen abnehmen. Also erst das Massekabel entfernen. Das ist ganz wichtig. Das machen wir jetzt als erstes. Ja, wenn es draußen dunkel ist, ist echt scheiße, mit Licht, Kamera und dabei zu arbeiten. Also seid mir jetzt nicht böse bitte, aber ich versuche euch das irgendwie hier auf Kamera zu kriegen. So, erst Minus runter. Dann eben zum Auto. Dann hier Minus runter. Und dann den Pluspol entfernen. Kabel direkt raus. Jetzt ist kein Strom mehr drauf. Ab zum Vorsprung durch Technik. Hier dann den Pluspol entfernen. Und das war's dann. So, wenn ihr wisst, euer Auto, die Batterie ist noch in Ordnung, dann fahrt ihr jetzt eine halbe, dreiviertel Stunde durch die Gegend, Heizung zur Beobachtung, ansonsten die Batterie austauschen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich wünsche euch viel Spaß noch und dann bis zum nächsten Mal, euer Million Number One. Ciao.